Sebastian Steinecke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja gerade schon gehört, wir beraten heute über einen Antrag der Linken, der überspitzt, und man muss es eigentlich gar nicht mehr überspitzen, der eigentlich sagt, wir brauchen keine Bonitätsprüfung mehr, wir schaffen die Schufa ab. Das ist eigentlich der Antrag. Das mag für den Außenbetrachter vielleicht ganz nett sein, aber am Ende des Tages ist es gerade auch für die Verbraucher schlecht, wenn es keine Bonitätsprüfung mehr gibt. Denn ganz grundsätzlich gesehen ist das Scoring nichts Schlechtes, es ist sogar was völlig Normales. Es geht darum, dass mit einer Wahrscheinlichkeit berechnet wird, mit der der Kunde oder mit der Kreditnehmer am Ende des Tages seine Rechnung bezahlt oder eben nicht. Das ist das Normalste auf der Welt. Und wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel anfangen, jemandem aus dem Freundeskreis Geld zu leihen, zum Beispiel, vergessen Sie sich in der Regel doch auch vorher, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie das Geld auch wiedersehen. Vielleicht verzichten Sie in den Fällen darauf, wo man sich besonders gut kennt, aber dieses Glück haben die Unternehmen nicht. Es ist doch völlig selbstverständlich und logisch, dass Unternehmen wissen wollen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ihre Rechnungen bezahlt werden oder die Käufe im Internet per Rechnung bezahlt werden können. Etliche Milliarden werden jedes Jahr in Deutschland umgesetzt mit Kauf auf Rechnung. Scoring ist in diesem Zusammenhang unerlässlich und wichtig für den ganzen Wirtschafts- und Handelskreislauf. Und übrigens, das muss man auch darauf hinweisen, betrifft das nicht nur die großen Player im Markt, sondern vor allen Dingen die kleinen und mittleren Unternehmen, für die jeder Ausfall in der Zahlung existenzbedrohend sein kann, wenn die Kunden regelmäßig nicht zahlen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Zu den Zahlen vielleicht auch noch mal. Nach Auskunft der Schufa haben knapp 91% der Bürgerinnen und Bürger, die erfasst sind, eine positive Bonität. Die Kreditausfallrate lag im September diesen Jahres bei 2,1% und damit genauso hoch wie in den letzten beiden Jahren, trotz Corona wohlgemerkt. Im Umkehrschluss heißt das, 97,9% aller Konsumentenkredite werden ordnungsgemäß bedient. Der ganz überwiegende Teil der Verbraucherinnen und Verbraucher erfüllt seine Dauerschuldverhältnisse und zahlt eben seine Rechnung. Es gibt also überhaupt keinen Grund, die sozusagen durch diesen Antrag alle anderen Verbraucher zu benachteiligen, dadurch, dass man die Bonitätsprüfung abschafft. Wir stellen eigentlich mit diesem Antrag alle anderen Verbraucher unter den Generalverdacht, dass sie nicht zahlen. Scoring ist sogar etwas Positives für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Gäbe es das nicht, ist doch eine Selbstverständlichkeit, was folgen würde. Die Unternehmen müssten anders kalkulieren, um den Zahlungsausfall abzufedern. Das heißt, die Produkte werden für alle auf dem Markt teurer. Wir sprechen hier also nicht nur von Einschränkungen für die Wirtschaft, sondern wir sprechen auch von Einschränkungen und klaren Nachteilen für alle Verbraucherinnen und Verbraucher. Ein weiterer Antrag und betrifft ja nun auch die Löschfristen. Sie haben es ja vielleicht nebenbei noch kurz erwähnt. Und Sie wollen hier eine Löschfrist von einem Jahr. Auch dazu muss man vielleicht zwei, drei Sätze sagen. Das Schuldnerverzeichnis an den Vollstreckungsgerichten kennt die Löschfrist von 3 Jahren. Auch die Löschfristen bei der Restschuldbefreiung beträgt 3 Jahre. Das ist aus unserer Sicht zwingendes europäisches Recht. Das heißt, wir können es gar nicht ändern und würden ein Vertragsverletzungsverfahren kassieren, wenn wir es trotzdem machen würden. Der klassische Fall außerhalb der Bankkredite ist ja in dem Antrag angesprochen, ist das Thema Mobilfunk. Die meisten Menschen sind unstrittig auf Mobilfunk angewiesen. Hier hängen, und das wird gerne vergessen, auch im Antrag, aber eben nicht nur die Vertragslaufzeiten dran, sondern in vielen Fällen teure Endgeräte, die mitverkauft worden sind. Also geht es am Ende des Tages nicht nur um den nicht erfüllten Vertrag, sondern auch um das nicht bezahlte technische Endgerät. Auch auf diesen Kosten bleibt das Unternehmen dann sitzen. Auch das darf man nicht vergessen. Und es gibt eben auch Alternativen für diese Kundinnen und Kunden. Das ist das Thema Prepaid. Wir haben darüber gesprochen, dort gibt es keine Bonitätsprüfung. Also wird auch niemandem die Möglichkeit genommen, Mobilfunk zu nutzen. Trotz aller Kritik an diesem Antrag gibt es natürlich auch in diesem Bereich Themen, über die wir reden müssen. Wir haben zum Beispiel in den letzten Wochen und Monaten das Thema Energieversorgungsträger Bonushopper gehört. Das heißt, es sollen wohl Datenbanken aufgebaut werden, in denen die Daten von Zahlungswilligen und Zahlungsfähigen, also Leuten, die ihre Verpflichtungen erfüllen, gesammelt werden, um
tja, so sagen die Unternehmen, nur einfach mal zu gucken. Aber man könnte davon ausgehen, dass darüber nachgedacht wird, dem dann eben nicht den neuen Vertrag zu geben. Über solche Dinge müssen wir reden, denn das ist sicherlich nicht im Sinne der Energiewende und es ist auch nicht im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher. Zum Abschluss muss man vielleicht zwei Dinge auch noch mal dazu sagen. Denn am Ende des Tages, wenn der Antrag so beschlossen werden würde, schwächen Sie nicht nur die Unternehmen, sondern Sie schwächen auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, die dann zum Beispiel bei Größeninvestitionen, das Thema Hausbau kennt, glaube ich, jeder, wo sich jeder gerne mal über die Liquidität des Gegenübers informieren möchte, ob der denn bauen kann, das würden Sie verhindern. Der Verbraucher könnte sich nicht mehr informieren. Und Sie möchten auch, am Morgen beschließen wir die Senkung der Inkassogebühren im erheblichen Umfang. Das ist gut. Sie wollen aber noch weiter runter. Sie würden also die Unternehmen in die doppelte Zange nehmen. Sie wollen erreichen, dass die das nicht mehr kostendeckend geltend machen können. Sie dürfen sich aber vorher auch nicht über den Zahlungsausfall informieren. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Und deswegen werden wir diesem Antrag auch nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Sebastian Steinecke. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Thomas Seidel.